Es war ein ganz dummer Zufall. Man muss sich mal vorstellen, der findet also diese Holzkiste und macht sie auf und sieht dort eine Leiche, die also auch schon relativ verwest ist, denn sie liegt ja da schon seit einem Jahr. Interessant ist zu diesem Zeitpunkt, er kümmert sich nicht um das Vermisstsein seiner Ehefrau. Er nimmt es scheinbar als gegeben hin, er erstattet auch keine Anzeige, er redet auch nicht mit seinem Bruder oder den Eltern von Nathalie über das Verschwinden seiner Frau. Er nimmt es einfach als gegeben hin und lässt so den Tag ausklingen. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über Nathalie W., die Tote in der Holzkiste. Werbung. Frauen in Führungspositionen sind immer noch selten? Wir bei BASF wollen das ändern. Unser klares Ziel ist es, bis 2030 den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu steigern. Auf 30% und das weltweit. Wie? Indem wir ein sicheres und inspirierendes Arbeitsumfeld schaffen. Wir bieten internationale Karrieremöglichkeiten sowie flexible Arbeitsmodelle, um berufliche Ziele und Privatleben zu vereinbaren. Gestalte aktiv deine Zukunft bei BASF und entdecke vielfältige Karrierechancen unter basf.com/karriere. Werbung Ende. Im Januar 2019 macht der Vermieter einer Garage in Bielefeld-Vilsendorf eine grausame Entdeckung. Vom Mieter hat er einige Zeit kein Geld mehr bekommen. Er will gucken, ob die Garage überhaupt noch genutzt wird. In der Garage findet er eine Holzkiste. Darin befindet sich die Leiche einer Frau. Er verständigt die Polizei. Die Obduktion bringt Klarheit. Es handelt sich um die 34-jährige Zweifachmutter Nathalie W. aus Bünde-Holsen, die seit November 2017 als vermisst galt. Ihr Mann Markus W. sitzt beim Auffinden der Leiche schon seit einiger Zeit in U-Haft, hat ausgesagt, über den Verbleib seiner Frau nichts zu wissen. Als er wegen Totschlags angeklagt wird, behauptet er im Prozess vor Gericht Unglaubliches. Seine Frau sei bei einem Sexunfall gestorben. Um darüber zu sprechen, ist heute Jürgen Mahntke zu Gast. Er arbeitet seit vielen Jahren für die Neue Westfälische und hat über den Fall intensiv berichtet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle-Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Freue mich, dass ich hier sein darf wieder. Und ich glaube, wir haben heute einen Fall, der ganz vielen Menschen in Ostwestfalen unter die Haut gegangen ist. Jürgen, was ist dir vom Fall Nathalie W. ganz besonders im Gedächtnis geblieben? Ich kann mich zunächst daran erinnern, wie verzweifelt der Bruder der vermissten Frau war, wie verzweifelt ihre Eltern waren, dass ihre Tochter auf einmal verschwunden war. Und in ihrer Verzweiflung sind sie ja damals zur Polizei nach Herford gegangen und haben dort Anzeige erstattet. Das lief aber alles so unter ferner Liefen irgendwie. Man hat da keine richtigen Anstalten unternommen. Und es endete schließlich darin, dass die Eltern der vermissten Frau dann zur Staatsanwaltschaft nach Bielefeld gegangen sind. Und die haben dann die Ermittlungen aufgenommen. Und ich habe noch gut in Erinnerung, als plötzlich in einer Polizeimitteilung stand, dass ein Mann in Sachen dieser vermissten Frau festgenommen wurde. Und daraufhin bin ich dann hingefahren zum Wohnort der Frau und habe dort aber nur eben dieses Gebäude angetroffen, ein paar Autos drumherum. Und wie gesagt, diese Verzweiflung, dass niemand was unternommen hat, diese Frau zu suchen, die ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Nathalie W. ist am 27. November 2017 von der Bildfläche verschwunden. Was ist an dem Tag passiert? Also an diesem Tag muss es wohl zu einem heftigen Streit zwischen Nathalie und ihrem Ehemann Markus gekommen sein in dem Wohnhaus in Bünde-Holsen. Und dieser Streit eskalierte dann und schließlich erwürgte ihr Ehemann die Frau und
Die Ehe war vermutlich schon länger zerrüttet und man wollte sich trennen. Das wollte der Mann aber nicht so richtig wahrhaben. Auf jeden Fall hat er sie dann erwürgt und um die ganze Tat zu verschleiern, hat er dann das Handy seiner Frau genommen und hat an sich selber noch eine fingierte WhatsApp-Nachricht geschickt. Da hieß es dann unter anderem, ich habe die Schnauze voll, ich hau jetzt ab und damit hat sich die Sache für mich erledigt und wollte damit im Prinzip implizieren, ich, Natalie, ich habe mich von dieser Ehe verabschiedet und auch von dem Wohngebäude und von meinen Kindern und ich suche jetzt einfach das Weite. Allerdings, die Eltern und auch ihr Bruder, die konnten das nicht so richtig nachvollziehen, weil sie haben ja mehrfach dann versucht, Natalie zu erreichen und eigentlich war sie sehr zuverlässig, was so Anrufe anbelangte. Sie ging immer ans Telefon, aber sie blieb unerreichbar für ihren Bruder und für ihre Eltern, was letztlich ja auch im Prinzip plausibel war. Denn sie lag tot in einer Holzkiste und wurde dann in Bielefeld-Vilsendorf in einer Garage versteckt. Die Garage hatte Markus W. unter falschem Namen angemietet und hatte dann dort die Holzkiste mit der Leiche versteckt. Die Angehörigen sind natürlich am Tag des Verschwindens voller Sorge, weil sie nichts von Natalie gehört haben. Sie machen sich große Gedanken, weil Natalie als äußerst zuverlässig gilt. Und schließlich gehen sie dann am kommenden Tag zur Herforder Polizei und melden dort Natalie als vermisst. Es ist klar, die Polizei geht natürlich dieser Vermisstenanzeige jetzt nicht mit großer Akribie nach, weil zunächst also auch keine Gründe für ein Verbrechen vorliegen. Natalie ist eine erwachsene Frau, kann tun und lassen, was sie will. Und deswegen unternimmt also die Herforder Polizei jetzt auch nicht große Anstrengungen. Auf jeden Fall, der Ehemann kommt am Mittag des Tattages wieder nach Hause zurück, weil er angeblich Überstunden gemacht hat, so sagt er später in der Gerichtsverhandlung. Interessant ist zu diesem Zeitpunkt, er kümmert sich nicht um das Vermisstsein seiner Ehefrau. Er nimmt es scheinbar als gegeben hin, er erstattet auch keine Anzeige, er redet auch nicht mit seinem Bruder oder den Eltern von Natalie über das Verschwinden seiner Frau. Er nimmt es einfach als gegeben hin und lässt so den Tag ausklingen. Ja, warum ist erst einmal nichts passiert, nachdem Natalie W. von Verwandten vermisst gemeldet wurde? Also die Verwandten von Natalie, Bruder und Mutter, sind erst zur Polizei nach Bünde gegangen, weil dort eben die entsprechende Polizeistation war, die für sie zuständig ist. Die haben sie dann nach Herford verwiesen. Aber das Verschwinden, wie ich schon sagte, wurde dort nicht ernst genommen, denn die Beamten hatten zu diesem Zeitpunkt keinen Verdacht, dass irgendein Verbrechen vorliegt. Sie sind möglicherweise davon ausgegangen, dass Natalie die Familie einfach verlassen wollte. Und dies implizierte ja auch diese WhatsApp-Nachricht auf dem Handy von Markus. Aber die Mutter, die blieb sehr hartnäckig, als es dann weiterhin keine Lebenszeichen von ihrer Tochter gab. Und so landete dann im Sommer 2018 der Fall bei der Staatsanwaltschaft in Bielefeld. Geschieht es eigentlich öfters, dass WhatsApp-Nachrichten als mögliches Alibi missbraucht werden? Das passiert immer wieder. Das sind so meine Erfahrungen aus Gerichtsverhandlungen. Zum Beispiel bei dem Folterehepaar von Bosseborn ist das passiert. Und zwar hatten sie ein Opfer bei sich zu Hause. Das war Annika. Annika starb ja später. Und um der Mutter von Annika vorzugaukeln, dass es Annika gut geht, obwohl sie schon tot war, haben sie also das Handy von Annika benutzt und haben dann dort lustig an die Mutter von Annika WhatsApp-Botschaften geschrieben, unter anderem, mir geht es gut, ich mache jetzt Urlaub in den Niederlanden. Also das wird sehr oft dafür gebraucht, um halt ein Alibi zu haben, dass man eben an dieser Tat nicht beteiligt ist. Man versucht natürlich auch so, die Ermittlungsbehörden auf falsche Spuren zu locken.
Und trotz des Alibis hat die Staatsanwaltschaft den Fall dann doch übernommen. Warum das? Also es war sehr überraschend, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld sich dann dieser Tat angenommen hat. Für den Bruder der Getöteten und natürlich auch für die Eltern war es endlich eine Genugtuung zu sehen, dass nun nach ihrer Tochter gesucht wird. Zunächst hatte es ja keine Hinweise auf eine Straftat gegeben. Aber das verdichtete sich dann, als die Staatsanwaltschaft dann mit Polizei mehr und mehr ermittelte. Unter anderem gab es seit dem Verschwinden von Natalie keine Bewegungen mehr auf ihrem Konto. Man hätte davon ausgehen können, wenn sie wirklich freiwillig das Haus verlassen hat, dass sie auch über ihr Geld verfügt. Aber das Konto war sozusagen tot und auch ihre Krankenkassenkarte wurde nicht mehr eingesetzt. Sie ging also regelmäßig auch zum Arzt. Und so wurde dann etwas später die Mordkommission Rödinghausen gebildet und der Mann geriet mehr und mehr in den Verdacht, etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben. Die Indizien verdichteten sich also und war es soweit, dass der Mann festgenommen wurde. Mitte November 2018, also fast ein Jahr nach dem Verschwinden von Natalie W., wird dann das Wohnhaus durchsucht. Was wurde dabei gefunden? Die Staatsanwalt Bielefeld ordnete dann eine Hausdurchsuchung an in Bünde-Holsten und an dem nahm auch dann der Verdächtige mit teil, der dann einen sehr, sehr nervösen Eindruck machte. Und man fand dann im Schlafzimmer der Frau, fand man eine neue Partnerin von Markus. Das war eine neue Freundin aus Südamerika, die nur ganz schlecht Deutsch sprach. Aber man fand auch noch andere Dinge, nämlich in der Geldbörse von Markus W. Wurde dann plötzlich die Krankenkarte von seiner Frau Natalie entdeckt. So sagte es später ein Polizist aus in dem Prozess. Und daraufhin kommt dann Markus W. in Untersuchungshaft. Er sagt nach wie vor aus, dass er von seiner Frau verlassen wurde und über ihren Verbleib überhaupt nichts sagen kann. Aber die Staatsanwaltschaft Bielefeld schließt natürlich jetzt ein Tötungsdelikt nicht mehr aus. Was ist eigentlich mit den beiden Kindern passiert? Also es gab zwei Kinder in der Beziehung, einmal ein eheliches Kind und einmal ein Kind aus erster Ehe von Natalie. Und der Sohn, der wurde dann zu seinem leiblichen Vater gebracht, der sich dann um das Kind kümmerte. Und die gemeinsame Tochter von Markus und Natalie, die wurde vom Jugendamt dann in eine Pflegefamilie überwiesen, weil der Vater ja in U-Haft saß, was für ganz viel Ärger und für ganz viel Unverständnis beim Bruder der Getöteten sorgte und auch bei den Großeltern, denn zu gerne hätten sie dieses Kind aufgenommen. Das war bereits ja schon die ganze Zeit bei ihnen gewesen und sie haben es nicht verstanden, dass das Jugendamt dieses kleine Mädchen nun aus ihrer Obhut herausreißt und in eine Pflegefamilie gibt. Das war wirklich sehr, sehr tragisch für den Bruder der Getöteten und auch für die Großeltern. Für die Kinder vermutlich auch. Für die Kinder vermutlich auch. Die Leiche von Natalie W. wird dann in einer Garage in Bielefeld-Vilsendorf im Januar 2019 entdeckt. Wie kommt es dazu? Ich kann mich daran erinnern, dass wir von der Blaulichtredaktion sozusagen im Januar 2019 die Mitteilung bekommen haben, dass es einen Polizeieinsatz gibt in Bielefeld-Vilsendorf. Wir sind dann sofort dorthin gefahren und dort standen also reichlich Polizeiautos an einer Garagenanlage. Dort waren also 5 Garagen auf der einen Seite, 5 Garagen auf der anderen Seite, in der Mitte der Parkplatz. Und eine Garage nahm gerade die Ermittlungsbehörde in Augenschein. Und auf Nachfragen erfuhren wir dann, dass in dieser Garage eine Holzkiste mit einer Leiche entdeckt wurde. Wie sind die Ermittlungsbehörden jetzt auf diese Garage gekommen? Es war ein ganz dummer Zufall, denn Markus W. hatte ja die Garage angemietet, damals unter falschem Namen, hatte also diese Kiste gefüllt mit der Leiche seiner Frau und hat diese Kiste dann in die Garage gebracht. Dort stand auch noch ein Auto drin und vorne vor der Fronthaube war dann die Kiste deponiert.
Markus W. zahlte auch regelmäßig die Miete an den Garagenvermieter. Doch als er dann in Untersuchungshaft kam, blieb die Mietzahlung aus. Und der Vermieter hat erst noch ein bisschen hingewartet, bis er dann sagte, also das geht nun gar nicht mehr, ich kann diesen Markus W. nicht mehr erreichen. Er hatte ja auch unter falschem Namen halt diese Garage angemietet. Und jetzt muss ich mir selber mal hier einen Einblick verschaffen in die Garage. Hat die Garage geöffnet und hat dann in dieser Garage halt diesen grausamen Fund gemacht. Man muss sich mal vorstellen, der findet also diese Holzkiste und macht sie auf und sieht dort eine Leiche, die also auch schon relativ verwest ist, denn sie liegt ja da schon seit einem Jahr. Und die Obduktion ergibt dann, dass die Frau durch einen Kehlkopfbruch getötet wurde. Ja, kurz, was kann ich mir unter einem Kehlkopfbruch vorstellen? Kehlkopfbruch heißt, dass also Gewalt auf den Hals angewendet werden muss. Das passiert, wenn man den Hals würgt. Und wenn man den Hals dann so stark würgt, dann bricht dabei auch der Kehlkopf, weil der Kehlkopf sitzt ja vorne in der Mitte des Halses. Und wenn man also beide Hände umschließt und kräftig zudrückt und so kräftig zudrückt, Markus W. war schon ein stämmiger Bursche, und so heftig zudrückt, dann bricht der Kehlkopf. Und dann versagt natürlich auch schnell halt das Herz, es gibt keinen Atem mehr, und so ist die Frau damals gestorben, eben durch Erwürgen. Ja, mit der Leiche ist dann auch die Beweislast gegen Markus W. erdrückend. Er wird wegen Totschlags angeklagt. Wie rechtfertigt er sich im Prozess? Also in dem Prozess spricht dann Markus W. von sogenannten Sexspielchen, die letztlich dann zum Tode seiner Frau geführt haben. Hört man immer wieder in Prozessen, wenn also jemand stranguliert wird zum Beispiel, dass dann der Beschuldigte sagt, ja, das ist bei Sexspielchen passiert. Das hatten wir auch bei einem Fall. Da ging es um einen Fall, bei dem eine Leiche in eine Tiefkühltruhe gelegt wurde. Und auch hier sagte der verurteilte Täter dann erst einmal, es wäre zu Sexspielchen gekommen. Aber man konnte ihm nachweisen, es war anders. Und so hat sich eben auch Markus W. vor Gericht eingelassen und sagte, es wären also Sexspielchen gewesen. Seine Frau hätte also nur so zum Höhepunkt kommen können, wenn er sie mit einem Gürtel halt würgte und ihr sozusagen die Luft abdrehte. Das hätte seine Frau ganz toll gefunden. Und diese Sexspielchen, die wären dann leider etwas aus dem Ruder gelaufen, und somit wäre dann seine Frau plötzlich tot gewesen. Und er habe Angst gehabt, dass ihm die Tötung seiner Frau zur Last gelegt wird. Und aus dem Grunde habe er sie dann in einer Garage erstmal versteckt und habe gehofft, dass so Gras über die gesamte Sache wächst. Wahnsinn. Nerven muss man haben. Verwandte und Freunde waren ja auch beim Prozess dabei, haben zugehört. Wie war das für Sie, diese Unfallgeschichte zu hören? Für die Verwandten, für die Großeltern, für den Bruder war das natürlich eine Botschaft, die sie überhaupt nicht ertragen konnten. Sie waren konsterniert, wussten sie doch um die Beziehung des Ehepaars, eigentlich der gescheiterten Ehe. Und sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass es am Tattag, an dem Vormittag, noch einmal zu Sex gekommen sei zwischen den beiden. Die Verwandten sagten aus, dass es zwischen Markus und seiner Frau bereits länger Streit gegeben hätte. Es ging da auch noch um eine erwachsene Tochter von Markus, die er ab und zu mal besuchte. Und sie kam auch ab und zu mal in das Haus und wohnte da auch mal für ein paar Tage. Das war also auch nicht alles so ganz koscher, und Natalie fand das auch nicht ganz so gut. Auf jeden Fall, nachdem diese dann ausgezogen war, wieder Tochter, gab es immer wieder Streit, auch über Internetchats, die Markus führte, und er bändelte hier immer wieder mit neuen Frauen, mit neuen Partnerinnen an, unter anderem auch mit der Dame aus Südamerika, die er dann irgendwann bei ihm zu Hause einzog, nachdem Natalie längst in der Kiste in der Garage lag. Da drängt sich noch folgende Frage auf: Wie war die Ehe zwischen Natalie W. und Markus W. vor dem Verschwinden bzw. der Tötung? Die Ehe der beiden, also die Ehe von Natalie und Markus, schien wirklich sehr, sehr zerrüttet zu sein.
Es wurden also Sprachnachrichten, WhatsApp-Nachrichten ausgewertet und hier beklagte sich Natalie immer wieder über die Zustände der Ehe, dass Markus nicht regelmäßig nach Hause kam, dass er irgendwelche Umwege machte und er dann auch nicht erklären konnte, wo er so lange war. Sie schrieb dann auch mal, sie wolle ihn nun endgültig verlassen und sie hätte auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll. Es war so teilweise auch schon in einem derben Sprachgebrauch das Ganze. Auf jeden Fall gab es auch vermutlich zwei Abschiedsbriefe, die sie geschrieben hat. Abschiedsbriefe, die aber vermutlich eben nicht so auf ihren Selbstmord hindeuten, sondern da ging es eben darum, dass sie ihn verlassen will. Und das war dann schließlich ausschlaggebend für Markus, hier einzugreifen und dieses Kapitalverbrechen zu begehen. Also das Gericht hat die Geschichte vom Sexunfall nicht geglaubt. Warum nicht? Natürlich musste die Aussage des Angeklagten, dass das Unglück bei Sexspielchen passiert wäre, näher beleuchtet werden vor Gericht. Und hier wurde also detailliert nachgefragt, wobei man dann auch gleich merkte, dass die Kammer also wenig Glauben dem Angeklagten schenkte, dass der Tod bei verunglückten Sexspielchen passiert wäre. Also dafür war die Ehe viel zu sehr zerrüttet. Und man konnte sich also nicht vorstellen, dass Markus W. An dem Tatvormittag nach Hause kam, die beiden einvernehmlichen Sex hatten, obwohl die Ehe längst zerrüttet war und Natalie halt diese Ehe verlassen wollte. Deswegen war das Ganze schon sehr unglaubwürdig und selbst der Verteidiger sah also hier einen bedingten Tötungsvorsatz und er sagte, dass sich das eben schon alleine aus der Tatsache ergebe, dass es bis zum Tod durch Erwürgen ungefähr 3 bis 5 Minuten dauert. Also wäre es kürzer gewesen, hätte man dann vielleicht den Gürtel noch vom Hals lösen können, wenn man merkt, dass die Frau keine Luft mehr bekommt und kurz vor dem Tode ist. Aber dem war nicht so. Also die Gewalteinwirkung auf den Hals, die muss schon sehr, sehr lange angedauert haben. Das sagt dann auch ein Gerichtsmediziner, der gibt zu Protokoll, der Bruch des Kehlkopfhorns war massive Gewalt. In der Regel passiert das halt durch einen Angriff mit der Hand, nicht durch Drossel mit einem Gürtel. Und wir finden das häufiger beim Erwürgen als beim Drosseln. Würgen ist ein Angriff gegen den Hals mit der Hand. Drossel ist Kompression gegen Hals mit Werkzeug. Und damit war eigentlich dieses Argument Sexspielchen vom Tisch. Die Verwandten, der Bruder, die Großeltern, der Kinder, die Eltern, die waren natürlich, die waren wenig gefasst, weil es ging hier um ihre Tochter, die für sie plötzlich in eine Situation hineingezogen wurde, die sie gar nicht für möglich hielten. Und dann so diese perfide Entschuldigung, es wäre ein Sexspielchen gewesen, also beide wären im Prinzip schuld gewesen an dem Tod. Das wollten sie nicht glauben, mochten sie nicht glauben und letztlich glaubte das Gericht auch nicht. Wie fällt dann die Strafe für Markus W. aus? Sagen wir mal so, der gemeine Gerichtssaalbesucher, der sagt natürlich, muss lebenslang geben. Da hat ein Mann seine Frau ermordet und das heißt lebenslange Strafe. Aber Markus W. wurde letztlich nur zu 10 Jahren Haft verurteilt, nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags. In der Erklärung des Gerichtes zum Sexunfall wurde dann auch nochmal angesprochen, die Aussage und die Begründung für den Tod durch Markus W. heißt Sexspiele, dass das eine Verächtlichmachung des Opfers gewesen sei und damit strafverschärfend sei. Also hätte der Angeklagte gestanden und hätte also nicht diese perfide Entschuldigung gebraucht, wäre er vermutlich sogar noch mit weniger Strafe, Haftstrafe davongekommen. Aber so hat halt diese perfide Aussage den Richter veranlasst, halt 10 Jahre auszusprechen wegen Totschlags. Die Verteidigung ist dann in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof urteilte,
dass die Strafe zu hoch ist. Die Erklärung des angeblichen Sexunfalls war als Verteidigung zulässig und habe nicht dazu gedient, das Opfer herabzuwürdigen. Also es ist manchmal interessant, man darf nicht von seinen eigenen Überlegungen und von einem Gerechtigkeitsgefühl ausgehen, sondern es geht hier ganz klar immer nach Beweisen, nach Schuld, nach Alibi, nach Indizien. Und in dem Fall war also dieses Argument, es war ein Sexspielchen seitens des Angeklagten, halt irgendwo jetzt nicht als straferhöhend zu bemessen. Das hat halt der Bundesgerichtshof moniert. Und damit ging der ganze Fall noch einmal an das Landgericht Bielefeld. Und die mussten also hinsichtlich der Höhe der Strafe noch einmal neu verhandeln und entscheiden. Und die Strafe wurde dann schließlich um ein halbes Jahr auf 9,5 Jahre Haftstrafe gesetzt. Die Verteidigung ging dann noch einmal in Revision, aber der Gerichtshof, der nahm diese Revision nicht mehr an und es blieb also bei einem Urteil von 9,5 Jahren Haft und die Strafe, das Urteil ist rechtskräftig. Haben angenommen, er hätte die Geschichte des Sexunfalls nicht erzählt und direkt gestanden. Wie wäre dann eigentlich die Strafe ausgefallen? Vermutlich wäre sie zwischen 9 und 9,5 Jahren in der Tat ausgefallen, weil der Vorsitzende Richter hat ja gesagt, das war Verächtlichmachung des Opfers. Dadurch gibt es eine Strafrahmenverschiebung nach oben und deswegen also diese Strafe von 10 Jahren. Hätte er es nicht gesagt, wäre vermutlich die Strafe geringer ausgefallen und der Bundesgerichtshof hätte sich erst gar nicht mit einer Revision beschäftigen müssen. Also es ist nicht immer ratsam, vor Gericht halt irgendwelche Ausflüchte zu suchen. Der Schuss kann leicht nach hinten losgehen. Oft hilft also, das hat die Vergangenheit gelehrt, ein Geständnis, ein klares Geständnis. Dadurch wird dem Gericht natürlich viel Arbeit erspart, viel Zeit erspart. Und wenn jemand also seine Schuld eingesteht, kann er eigentlich damit rechnen, dass er immer am unteren Ende des Strafmaßes landet, auf gar keinen Fall am oberen Ende. Ja, Jürgen, du bist ja schon seit einigen Jahren Gerichts- und Blaulichtreporter. Was macht diesen Fall hier so besonders? Den Fall macht besonders, dass es hier um einen vermissten Fall geht, den die Polizei erstmal nicht akribisch bearbeitet, weil es eigentlich auch nicht ihre Arbeit ist. Es verschwindet eine volljährige Frau, die kann tun und lassen, was sie will. Und das war so in diesem Fall. Die Frau war weg. Einzigartig an diesem Fall war, dass die Großeltern und auch der Bruder nicht nachgegeben haben. Die hatten gleich das Gefühl, hier muss ein Unglück passiert sein, ein furchtbares Unglück zum Nachteil ihrer Schwester bzw. ihres Kindes. Die haben nicht locker gelassen. Die Mutter hat, ich weiß nicht wie oft, an die Staatsanwaltschaft nach Bielefeld geschrieben, bis die dann endlich eingegriffen hat. Also es dauert immer eine Zeit, bis halt die Staatsanwaltschaft beginnt zu ermitteln. Nämlich dann, wenn sie meint, dass ein Verbrechen hinter diesem Verschwinden liegt. Und was mich eben beeindruckt hat, ist dieses Nicht-Nachlassen der Eltern und auch des Bruders, weil ihm klar war, dass hier ein furchtbares Verbrechen passiert sein muss. Was auch bei mir hängen geblieben ist, ist dieses perfide, empathielose Verhalten des Verurteilten, der ja fast ein Jahr lang seine Frau in irgendeiner Holzkiste in einer Garage weiß, die da also nun vor sich hin verwest und der aber keine Anstalten macht, in irgendeiner Art und Weise nun seine Tat zu gestehen, zu regulieren oder so. Nein, im Gegenteil. Er findet eine neue Freundin aus Südamerika und er geht
eigentlich einem ganz normalen Leben nach wie bisher. Das ist eigentlich auch immer das Faszinierende, dass diese Verurteilten ja so wenig Empathie zeigen und dass sie eigentlich mit so einer Straftat auch leben können. Dass sie also ihr Leben ganz normal weiterführen, als wäre nichts geschehen. Das ist gerade an diesem Fall deutlich geworden, dass jemand ein Jahr lang so etwas mit sich rumtragen kann, ohne dass die Außenwelt irgendwie etwas davon merkt, weil er sich einfach auch nicht verändert. Bis auf Bruder und bis auf die Eltern, die natürlich das Gefühl haben diese Tat und auch die Verbindung haben zu Nathalie und die gleich im Gefühl haben, da muss was passiert sein. Also das war schon das Interessante an diesem Fall Nathalie, dass sie ein Jahr unentdeckt blieb und dass ein Jahr im Prinzip auch der Täter frei und einfach ohne irgendwelche Auswirkungen herumlaufen konnten. Werbung. Die dunkle Jahreszeit birgt Herausforderungen für die Sicherheit. Es ist die Hochsaison für Einbrecher und auch offenes Feuer durch Kerzen oder den Kamin bringt Risiken mit sich. Sicherheitsexperte Abus entwickelt innovative Lösungen, um die Sicherheit des eigenen Zuhauses vom Keller bis zum Dach zu gewährleisten. Außerdem stellt Abus nützliche Tipps und Informationen zusammen, um Gefahren vorzubeugen. Schau dafür einfach auf abus.info/truecrime vorbei. So kannst du mit Abus sicher und entspannt die gemütliche Jahreszeit genießen. Werbung Ende. Markus W. wird noch einige Jahre hinter Gitter sitzen. Er hat seine eigene Frau erwürgt und ihre Leiche in einer Holzkiste versteckt gehalten. Eher durch Zufall wird die Leiche von Nathalie W. entdeckt und der Fall aufgeklärt. Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Peter Heidbrink. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wenn ihr Fragen, Kritik und Anregungen habt, dann schreibt uns gern eine Mail an podcast@nw.de. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald. Hallo, ich bin Tim Schmutzler und das hier ist der Slash. Und wir zwei machen den Hundetalk. Also er spricht meistens mit seinem Spieli und ich mit interessanten Hundemenschen. Wir sprechen über alle Themen, die einem im Laufe eines Hundelebens begegnen. Ja, Slashy, auch über Spielis. Den Hundetalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und auf podcastfabrik.de. Podcast? Ja, mache ich auch. Gut, vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcast-Fabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.